So, hallo liebe Leute, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute bauen wir wieder ein neues Teil an die Ninja 650 an. Und zwar, das zeige ich euch jetzt einmal. Wie man sieht, die Ninja ist schon ein bisschen demontiert. Und ja, da könnte man meinen, um was geht es denn jetzt, dass man so viel demontieren muss. Und zwar geht es heute, man kann schon erahnen, den Unterschied rechts, original, links, das neue Teil. Und zwar um die Blinker hinten. Wir haben hier, da sieht man den zweiten Blinker, den machen wir dann zusammen ran. Das brauchen wir, Mini-LED-Blinker. Wir haben einen Kabeladaptersatz und ein Blinkerrelais, damit die Blinkfrequenz nachher klappt. Genau, die Sachen verlinke ich euch auch alle einmal unten in der Beschreibung, falls ihr das dann genauso auch machen wollt. Und ja, die Sachen sind von CTC Bike Parts. Von da haben wir nämlich auch schon diesen Kennzeichenhalter hier hinten her. Von Highsider, den wir hier schon angebracht haben. Da sieht man es genau. Und mit dem wir ja super zufrieden sind. Qualität 1A, passt alles. Deswegen habe ich mir gedacht, da wo der Kennzeichenhalter herkommt, macht es auch Sinn, die Blinker zu holen. Passt ja alles. Und genau, hier sieht man schon mal den krassen Unterschied. Links der neue LED-Mini-Blinker, rechts Original. Ihr könnt es mal hier so den Originalen dahinter halten. Also das ist schon extrem der Unterschied. Also krass, oder? So, genau, dann gehe ich mal kurz darauf ein, was wir jetzt hier schon gemacht haben. Wir haben ja hier schon einiges demontiert. Also ich denke mal, Sozius-Abdeckung bzw. der Sozius-Sitz ist klar. Sitzabdeckung muss auch einmal runter, auch kein Problem. Dann müssen die hinteren Seitenverkleidungen rechts und links einmal ab. Das zeige ich euch auch gleich mal, wieso wir das machen müssen. Eigentlich, wie wir sehen, hier unter der rechten Abdeckung sitzen quasi die Stromkabel. Also das hier dürfte Rücklicht sein. Und die zwei hier sind dann die Blinker. Genau. Und ja, genau, die gehen hier in der Seitenverkleidung hier rechts runter. Und dann quasi hier unten zur, genau, zur, zum Kennzeichen. Genau, deswegen, da ist leider relativ viel Demontage notwendig. Im Prinzip ja genau dasselbe, um einen neuen Kennzeichenhalter ranzumachen, ist es jetzt auch mit den Blinkern. Von daher spart euch den einen Schritt, das doppelt zu machen. Und wenn ihr den Original-Kennzeichenhalter wechselt, macht auch direkt die Blinker mit. Ja, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Sonst habt ihr da doppelte Arbeit und müsst später nochmal dieselbe Prozedur nochmal machen. Und wie ihr seht, nicht ganz so geschickt. Genau, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier die Schrauben vom Kennzeichenhalter final lösen. Dann wird mir das ganze Ding hier einmal runterkommen. Da muss ich gleich mal gucken, wie ich das irgendwie mit zwei Händen bewerkstellige. Und genau, dann die alten Blinkerkabel rausziehen, das neue hier durch einmal verlegen und dann quasi mit dem Blinkerkabel-Adaptersatz genau das hier dann mit dem Stecker hier verbinden. Und dann sollte das zumindest schon mal so weit klappen. Dann wird die Blinkfrequenz noch nicht klappen oder passen. Die wird dann ja zu schnell sein. Aber da gibt es dann, glaube ich, oder haben wir ja schon das Blinkerrelais. Und das sitzt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, hier unten irgendwo vorne links. Gucken wir aber dann nochmal. Aber jetzt erstmal der erste Schritt. Und das wäre jetzt quasi, genau, den zweiten alten Blinker endgültig abnehmen, die Kabel hochverlegen und dann mal so weit wieder zusammenbauen alles, ja, dass es wieder stabil ist. Genau, jetzt stelle ich euch mal hier hin gleich und dann versuche ich mal mein Glück und ihr könnt dann mal gucken, ob es erfolgreich war.
So Leute, ich zeige euch das jetzt hier einmal. Jetzt haben wir das hier alles einmal gelockert. Deswegen hängt es quasi hier auch die Verkleidung so ein bisschen runter. Und jetzt hat man hier ein bisschen Spielraum, um die Kabel, die alten Blinkerkabel hier dann rauszuziehen. Genau, und die neuen Blinkerkabel dann dort einmal zu verlegen. Genau, und das probieren wir jetzt. Schritt Nummer 2 quasi. So, also wie ihr den Blinker an die Kennzeichenhalterung bekommt, ist eigentlich ganz einfach. Ihr könnt hier an dem Blinker die Mutter ein bisschen rausschrauben. Soweit. Und dann könnt ihr quasi den Blinker hier einfach durchstecken durch das Loch und dann von der anderen Seite die Mutter wieder fixieren. Und dann hält der Blinker schon mal am Kennzeichenhalter. So, wir machen es jetzt noch nicht ganz fest. So weit lang mal. Können wir uns noch die Höhe ein bisschen einstellen. Aber ja, wenn wir hier jetzt mal gucken, dann sieht das schon deutlich übersichtlicher aus als mit den zwei Riesendingern da am Rand. Und ja, jetzt verlegen wir die Kabel hier noch nach oben durch und genau, befestigen dann zumindest mal den Kennzeichenhalter wieder, dass der hier nicht so rumbaumelt. Und dann stecken wir hier mit den Kabeladaptern, die passen genau hier ran, das ist für die Blinker, und verbinden das dann hier mit den Blinkern und dann sollte das eigentlich schon funktionieren. So, genau, dann lassen wir uns mal überraschen, ob das am Ende alles so klappt, wie wir das wollen. So Leute, jetzt wird spannend. Wir haben hier jetzt unsere zwei Blinkeradapterkabel mit den Blinkern hier hinten verbunden, zusammengesteckt. Und jetzt stecken wir die hier an. Und dann können wir schon mal testen, bevor wir alles wieder zusammenbasteln, ob das funktioniert. Die könnt ihr hier jetzt einfach so aufeinander stecken. Moment, ich stelle euch mal kurz ab. Zwei Hände ein bisschen leichter. Ist das hier andersrum? Hallo, ist es falsch rum, ne? Tja. Wenn man versucht falsch rum ranzustecken, geht es natürlich nicht, wenn man es richtig rum macht. Dann, wie ihr seht.
So, dann kann man das hier schön. Blups. So. Okay, dann wagen wir es gleich mal, die Zündung anzumachen. Und gucken mal, ob ihr hier gleich etwas blinken seht. Drückt die Daumen. Ich tue es auf jeden Fall. Okay, Leute, so kann man es auch machen. Ich habe links geblinkt, aber es blinkt rechts. Auch vorne blinkt es links. Okay, ich glaube, ich habe die Stecker vertauscht. Moment, das korrigieren wir gleich. Also Leute, auch hier, damit ihr wisst oder seht, es ist wichtig, dass die Stecker auch dort landen, wo sie zuvor waren. Moment, ich tausche die mal kurz. So, jetzt haben wir getauscht. Versuch Nummer 2. Trommelwirbel, Blinker links sollte jetzt theoretisch kommen. Leute, es war ein hartes Stück Arbeit, aber es blinkt dort, wo es blinken soll. Die Frequenz ist jetzt natürlich noch zu schnell, das liegt am Relais, was noch rein muss. Aber immerhin grundsätzlich, das tut schon mal. Jetzt hier auch noch die andere Seite. Dann noch Warnblinker. Jawohl, auch rechts blinkt's. Halleluja, Leute. Ohne Witz, jetzt noch Warnblinker. Naja, funktioniert auch. Sogar in einer gescheiten Frequenz. Interessant. Okay. Also jetzt. Ja. Basteln wir alles wieder ans Motorrad. Montieren wieder alles. Wie gesagt, das Relais sitzt, glaub, vorne. Dann kümmern wir uns darum. Gell? So, jetzt machen wir hier wieder aus. Und dann montieren wir einmal wieder alles dran, weil so wie wir jetzt alles montieren, tut ihr quasi auch alles demontieren. Ich sag mal dann immer kurz vorher, was ich mache, weil von da hinten hört ihr mich wahrscheinlich gar nicht. Genau. Beziehungsweise vorab, jetzt tun wir die Kabel noch ein bisschen verstecken, hinkugeln, damit es ordentlich aussieht. Oben am Kennzeichen haltet dann festzuziehen, müsst ihr unten einmal gegenhalten und dann könnt ihr oben festdrehen. Sitzt das wieder bombenfest. So. Ich zeige es euch einmal. Also das war jetzt hier die 4 Schrauben vom Kennzeichenhalter. Die haben wir jetzt festgemacht. Jetzt machen wir hier die 2 wieder fest.
Die sind hier vom Rücklicht. Mussten wir nicht, damit die, das hier alles ein bisschen weiter runter geht, die Abdeckung, mussten wir die zwei hier auch lösen. Sonst ja, hätten die das noch hochgehalten. Jetzt machen wir die quasi wieder dran. So, ihr müsst jetzt hier bei den Seitenverkleidungen darauf achten, das ist die für die rechte Seite. Da gibt es hier immer so kleine Haken. Drei Stück, um genau zu sein. Hier hinten ist noch einer. Und da gibt es quasi so kleine Löcher dort im Rahmen. Und da müsst ihr die quasi von hinten so ein bisschen nach vorne reinschieben. So, Dele. Hier eine Schraube rein. So, wenn ihr das Ding dann reingefriemelt habt, dann schraubt ihr einfach alle Schrauben hier wieder fest. Sitzt das wieder alles so, wie es soll. Jetzt machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Riemen das rein, machen die drei Schrauben fest. Dann kommt noch Sitz und Sozius drauf. Und dann kommt noch das Relais. Und wir machen das hinten noch ein bisschen schön und stellen den Winkel von dem Blinker noch ein bisschen ein. Genau. Also, ich mache jetzt die andere Seite fest. Das ist vom Prinzip her dasselbe. Und dann kommt der Rest oben.